Herzlich willkommen zu diesem Video über das Thema Atmen. In diesem Video zeige ich dir auf, wie du richtig gut und bewusst atmest. Mit einem Blasinstrument oder sei es für den Sport. Ich selber bin Musiklehrer, ich unterrichte ein Blasinstrument, die Panflöte, unschwer zu erkennen, und bin selber Hobbyläufer und laufe seit vielen Jahren Marathon. Dass du in den verschiedenen Themen, die ich heute anspreche, gut navigieren kannst, habe ich im Beschrieb die entsprechenden Zeiten und Kapitel eingeordnet. Im normalen Alltag nutzen wir nur einen kleinen Teil unserer Lunge, unseres Lungenvolumens. Wir haben etwa 4,5 bis 6 Liter Lungenvolumen und im Alltag brauchen wir vielleicht einen halben Liter davon. Atmen 10 bis 12 Mal. Und wenn du nun ein Blasinstrument spielst und lange Noten spielen willst oder lange Phrasierungen, ist es von Vorteil, wenn du möglichst dein gesamtes Lungenvolumen nutzen tust. Diese kurze Atmung führt dazu, dass du mit der Zeit eine Blockade kriegst im Zwerchfell. Der Zwerchfellmuskel, der ist unter dem Rippenbogen, und kannst du gut abtasten hier. Er trennt quasi die Lunge vom Bauchbereich und du kannst dir vorstellen wie ein Pilz in der Form. Wenn du nun einatmest, bewegt sich das Zwerchfell nach unten und wenn du ausatmest, bewegt er sich wieder nach oben. Wenn du nun eine Blockade hast in diesem Zwerchfell, fällt dir das tiefe Einatmen sehr schwer. Es wirkt flach. Das klingt in etwa so. Beim tiefen Atmen hingegen atmest du durch die Nase ein und entspannt und sehr lange ausatmen. Beim Ausatmen bremse ich quasi mit den Lippen. Ich nenne das auch gerne eine Lippenbremse. Dieses lange Ausatmen übrigens ist etwas Gesundes, weil stell dir vor, du bist in einem kleinen Raum, der nicht gut durchlüftet ist, feucht, quasi eben dieser halbe Liter, den man einatmet im Alltag und es wird nie richtig durchgelüftet, wie viel schlechte Luft und Bakterien sich da ansammeln und das ist in der Lunge dasselbe. Und daher bin ich der festen Überzeugung, dass das Blasmusiker oder auch eben Marathonläufer, Sportler viel weniger krank werden. Beim Einatmen ist der Sympathikus aktiv, quasi der innere Antreiber. Beim Ausatmen ist der Parasympathikus aktiv, der zuständig ist für Ruhe und Entspannung. Darum übrigens wirken Musiker, Blasmusiker viel tiefenentspannter. Stell dir vor, dein Lungenvolumen von 4 bis 6 Litern wären ein Tetrapack. Irgendwo muss das ja hin. Und bei einer schlechten oder flachen Atmung, wo du vielleicht sogar den Bauch einziehen tust, drückt dir der ganze Brustkorb auf die Lunge und du bist angespannt und kannst nicht wirklich gut atmen. Man spricht auch von einer dysfunktionalen Atmung. Bei einer flachen oder schlechten Atmung sind eher die Atemhilfsmuskeln aktiv. Atemhilfsmuskel findest du hier im Schulterbereich und hier. Auch der Trapezius vom Rücken ist dabei aktiv. Man sieht das häufig beim Einatmen, dass das dann so aussieht. Bei einer guten Atmung
ist die Atemhilfsmuskulatur total entspannt und relaxed und andere Bereiche sind aktiv. Das sind die primären Atemmuskeln, die findest du hier beim Einatmen. Wie du erkennen kannst, es bewegt sich hier gar nichts. Es ist hier auf der Seite in den Flanken. Und noch einen Schritt zurück, hier. Wie bereits erwähnt, dieses tiefe Atmen beruhigt. Ich empfehle das auch zum Beispiel von einem Konzert oder vor einem Lauf, wenn du Läufer bist. Leider hat sich die schlechte Atmung auch durch unsere Gesellschaft etabliert. Ja, nicht zeigen, dass man einen Bauch hat. Ich habe mir auch überlegt, ob ich dieses Video ein bisschen später drehen möchte, weil ich eine Verletzung an meinem Knie habe, derzeit nicht laufen kann und einige Kilos zu viel auf den Hüften oder auf den Rippen habe. Viele haben eine Zwerchfellblockade. Es ist steinhart hier und das ist nicht nur ein Sixpack. Nein, nein. Du fühlst am Ende des Rippenbogens mit den Fingern, wo dein Zwerchfell ist. Und wenn du dich wirklich entspannen kannst, kannst du hier richtig reingreifen. Sollte das nicht funktionieren, kannst du mit einem Tennisball in diesem Bereich das Zwerchfell entspannen. Dass du ein Gefühl kriegst, wie dieser Muskel sich anfühlt, kannst du auch Folgendes machen. Du streckst deinen Bauch raus und wieder rein, aktiv mit den Muskeln. Das sieht so aus. Raus und rein. Und raus und rein. Und dabei geht es jetzt nur vorab um die Muskulatur. Die Atmung ist Nebensache. Im Yoga gibt es eine Atemübung, die heißt Feueratmung. Und da machst du im Prinzip genau diese Bewegung. Und es ist so, dass du beim Einatmen den Bauch rausdrückst und beim Ausatmen geht der Bauch wieder rein. Dies einfach, dass die Lunge diese 4 bis 6 Liter Platz kriegen. Im Yoga machst du das natürlich durch die Nase. Ich als Blasinstrumentespieler, als Panflötist, ich mache es gerne durch den Mund. Feueratmung heißt es deswegen, weil es das vegetative Nervensystem wirklich aufheizt und es wird einem richtig wohlig warm im Bauch. Eine andere Übung ist die Blasbalgatmung. Dabei geht es darum, extrem auszuatmen und extrem einzuatmen. Versuche beim Ausatmen dich zu entspannen und die letzte Luft noch rauszudrücken. Du darfst mit dem Körper mitmachen und das sieht in etwa so aus. Die andere Richtung ist das Einatmen. Du atmest so weit ein, wie es geht und noch mehr und noch ein bisschen. Diese beiden Extreme nennt sich eben die Blasbalgatmung. Wenn du nun total ausgeatmet hast, mach eine Atempause und versuche in den Körper zu fühlen. Es gibt quasi ein Vakuum und dein Zwerchfell wird nach oben gesaugt. Es wird dabei gedehnt
Und das ist das, was du erreichen willst, wenn du dein Zwerchfell entspannen willst. In der anderen Richtung, wenn du eingeatmet hast und nicht mehr Luft aufnehmen kannst, mach eine Atempause und entspanne deinen Körper und fühle dein Zwerchfell. Da wird das Zwerchfell in die andere Richtung gedehnt. Gute Atmung, schlechte Atmung, vertikale Atmung, horizontale Atmung, Brustatmung, Bauchatmung. Das sind die Unterschiede. Nutzen der Hilfsmuskulatur oder der primären Atemmuskeln, die sich im Flanken- und im Bauchbereich befinden. Das heißt konkret, es gibt Muskeln, die du stärken sollst und es gibt Muskeln, die du dehnen sollst, entspannen sollst. Zur Entspannung und zum Dehnen gehören die Muskeln ab Kiefer, Zunge, Hals, Brustbereich, Rücken, Trapezius und stärken sollst du die primären Atemmuskeln im Bauchbereich. Wenn du mehr erfahren möchtest über die Atmung, ich gebe Atemworkshops hier in meinem Musikstudio und so kann ich dich auch anleiten und führen beim Erlernen der richtigen Atmung. Wenn du Fragen hast, nutze die Kommentarfunktion. Wenn ich dein Interesse geweckt habe, abonniere meinen Kanal. Ich hoffe, ich konnte dir einen Einblick geben in eine bessere Atmung und wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Video.